Oh, du blöde Sau. Wann hab ich mich gerade verjagt? Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ich hab wurde das Gefühl, ich sollte jetzt in... leider nicht sein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival mit Minikabin. Und ich bin gerade auf dem Weg nach raus. Ich bin auf dem Weg nach draußen, weil, es kann doch nicht funktionieren, denn ich habe nämlich gar keinen Basekern. Danke für den Tipp. Aber leider haben wir den nicht, also muss ich das halt rausschleppen. Gut, aber das ist nicht... das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon hin. Ja, da siehst du. Zack, Bums, schon haben wir ein bisschen Nahrung gespart. Gut, wäre eigentlich nicht nötig, aber ist ja nichts da. Also, raus hier. Und dann kicken wir mal weiter, wa? Oh, du blöde Sau. Mann, hab ich mich gerade verjagt. Du Kackenvieh-Dings. Ich hab gedacht, ich hab alles erwischt. Nee, nee, Freundchen, so nicht. Ja klar musst du deine Knifte umstellen, du scheiß Maus-Controller-Ding-Steuerung. Alter Falter. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann nur sagen, dass es mir nicht gefällt. Gut. Nahrungstechnischerweise. Achso, da waren wir ja schon drin gewesen. Moment mal. Haben wir denn auch alle Tier? Hier hinten waren wir noch nicht, ne? Nö. Hier waren wir auf Garantie noch nicht. Da ist ein Vieh gespawnt. Aber ich bin ja gut im Schießen. Naja, gut. Das lasse ich mal so da stehen. Ne? Ja, sehr witzig. Was haben wir denn da? Na, du kannst durchgucken. Ich höre da Bewegung. Hier ist nichts. Oh, Moment mal, da oben geht's weiter. Eigentlich wollte ich ja zum Raumschiff. Eigentlich wollte ich ja zum Raumschiff. Was soll da schief gehen? Holy, was ist denn hier? Jede Menge nichts. Oh, ich kann Sachen produzieren. Genau, so macht man das. Produzieren. Naja. Hey, Munition. Nice. Hey, noch mehr Munition. Nice. Ich komme da nie ran. Hey, ganz viel Munition. Nice. So, Raketen habe ich auch. Oh nein! Oh, Spiel! Lassen Sie das! Oh oh! Oh oh! Das ist nicht gut. Lebenstechnischerweise ist das gerade... Und ich habe auch nichts mit bei... Naja, ist eine gute Idee, jetzt da rinnen zu gehen, ne? Also... Warten Sie mal, ich habe da eine... Ich habe da so eine Idee. Ich kann... Jede ist immer noch da. Warum kann ich das jetzt so nicht setzen? Na? Machst du Bums? Ich glaube, das hat nichts gebracht, ne? Ich glaube, das ist immer noch da. Nee, ist es nicht. Es ist kaputt. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Weil ich es nie wusste, dass da was ist. Schöne Scheiße, aber auch. Ich habe so das Gefühl, ich sollte jetzt in... leider nicht sein. Hatten wir nicht erst vor kurzem darüber geredet?
Ja, eure Kommentare waren ja da. Aber jetzt wie sie geht. Bessere Panzerung. Das ist genau mein Ding. Zieh an. Achso, kann ich nicht. Muss ja so ein Anzugsdings. Kabin, hören Sie auf zu sabbern. Ich hab einen besseren Anzug. Ich hab einen besseren Anzug. Ich werd den gleich verlieren. Ich werd den gleich verlieren. Hab ich so das Gefühl. Das ist mir alle zu offen. Ist hier irgendwo irgendwas? Die Anspannung steigt. Ich hab keinen Platz. Moment mal, ich kann das doch essen, ne? Ach so, und dann krieg ich ja Infektion. Ach, das ist ja bla. Ja gut, dann muss ich das erstmal in Kauf nehmen. Ich will das nicht in Kauf nehmen. Sag mal, warum habe ich denn hier so viel... Ach, wisst ihr was? Ich schmeiße das jetzt weg. Hab ich das jetzt weggeschmissen? Ja, hab ich. Krieg auch wieder Lebensenergie. Ich esse jetzt eh so ein Stück. Dann bin ich wieder bei 500%. Bin vorsichtig. Huh, ha. Gut, wenn jetzt hier oben was gewesen wäre, wäre ich am Arsch. Aber das ist ein anderes Ding. Oh, hier komme ich hoch. Du bringst mir das nicht. Ach so, ich verstehe. Jetzt sind wir endlich dahin gekommen, was ich gesehen habe. Verbrennt ihn erst in dir. Hey, ich hab's bloß erwähnt. Mensch, ich bin doch kein Seher. Ich hab's doch vorher schon. Ich höre immer noch was. Also alle sagt zu mir... Ach so. Ich wollte jetzt gerade sagen, alle sagt gerade zu mir, das ist eine ganz dumme Idee. Oh, das freut mir, dass ich hier nochmal nachgeschaut habe. Pass auf, gleich ram tot. Ich brauche eine Bandage. Kannst du mir mal auf eine schnelle Bandage machen? Aho! Steht der Kabin irgendwas vergessen haben? Das müsste doch eigentlich hier angezeigt werden, ne? Also rein theoretisch. Kann man ja mal schon. Aber dann würde ja auch angezeigt werden, mal. Ich drücke hier alle durch. Mann, dann hätte ich ja den ganzen Weg sparen können. Also wenn das jetzt wirklich so sein sollte, wie ich mir gerade denke. Entweder bin ich sehr, sehr gründlich oder das ist einfach nicht angeschlossen. So, Mann. Die da unter weiter. Die geht ja weiter und weiter und weiter und weiter. Aber ich glaube nicht. Ihr sagt entweder sehr, sehr gründlich oder da ist gar nichts. Gut, ich sag nichts. Ich sag nichts mehr. Ach, ich habe keinen Zugriff mehr auf drauf. Irgendwas übersehen. Und das ist Munition. Leider habe ich keinen Platz mehr. Das ist ja mal richtig. Achso. Ich habe die Munition gefunden. Was sagt er dazu? Krass, wa? Ja, ja, ist doch gut, Mann. Quiek nie so lange rum. Du bist eh gleich tot. Ach, weißt du was? Davon werde ich nur ein, zwei Stücken kriegen. Ne, also. Ich vernichte das jetzt. Kabin, der Vernichter. So. Den nehmen sie nochmal her. War da noch irgendwas? Wahrscheinlich ja. Aber eigentlich, ja gut. Also ich sag mal so, zu 90% täte alle draußen, oder? Was sagt ihr? Ich glaub mal schon. Achso, das war ja da, wo ich drin war. Ich muss nochmal nachschauen. Nee, ist es nicht. Das ist ein anderer Raum. Raus hier.
ganz schnell raus. Achso. Ja. Ich muss nach Hause. Ich brauche einen Kleiderschrank. Huh. Ha. Muss eigentlich nach Hause. Ganz schnell nach Hause. Ach nee, hier war ich schon drinne. Nein, Kabin ab nach Hause. Die Frage ist bloß, wo ist mein Zuhause? Alter, die Tuten auch noch weiter. Ach, ich will nicht. Ach so, das ist der Platz, wo die Viecher gespawnt sind und da waren. Ah, ich verstehe. Ha! Ha! Hu! Da hoch! Aber hier ist nichts. Nee, 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 nee. Kuckuck! Kuckuck! Danke. Oh, zum Glück spawnt hier nicht. Hey, ich krieg Lebensenergie. Mann. Fühl mich schon fast. Fast sicher. Und jetzt in diesem Moment wünschte ich, ich hätte nie gesagt. Ich höre nämlich Bewegung. Oh ja, ich höre sie. Ich höre Bewegung. Die Frage ist, ist sie draußen oder sind sie jetzt hier drinnen? Ja, nee, hier will ich gerne hier rein. So, wir hatten vorhin Probleme gehabt, hier reinzukommen. Jetzt haben wir Probleme, hier rauszukommen. Seht ihr einen Faden? Ich schon irgendwie. Aber Moment mal, ich bin doch eigentlich... Denn da und dann hier und dann links und dann rechts und dann wieder hoch und dann runter. Ah, siehst du? Ah, siehst du, zack, bums. Orientierungs... Sinn ist immer noch vorhanden. Irgendwie. Hier waren ja bloß die Krabbeviecher drin, wa? War nix. Ja, gut. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich, wenn ich mir zu sicher fühle, dass irgendwas nachgespawnt ist und dann zack, bums. Erster 12 richtig hier. Lolololo. Ich fühle mich wohl, denn meine Tasche ist berstend gefüllt. Bin zwar mehrmals gestorben, das war mir aber wert. Jawohl, denn ich habe einen neuen Anzug. Und den werde ich mir anziehen, wenn ich rauskomme. Ich bin ja schon wieder dunkel. So, wo habe ich denn? Da habe ich. Hab ich denn? Ein Raumschiff. Ja, hab ich. Da steht es. Bring mich nach Hause! Was ja nicht so viel Strom verbraucht. Mal. Ein Traum ist das. Oh, nach Hause, Hause. Hause ist gut. Hause. Hört sich so Hause an. Eigentlich wollte ich. Ach nee, das hatte ich gerne markiert, ja. Da lang. So, nochmal schnell nachladen. Falls mir irgendjemand den Anzug streitig machen will, den hole ich vom Himmel. Moment mal. Apropos Himmel. Hab ich. Nee, das sind andere Raketen. Das sind völlig andere Raketen. Jetzt. Sofort. Ah, nee, doch. Sind doch nur Raketen da gewesen. Ich hab gedacht, die hätten die nachgeladen. Naja, gut. Da ist unser Base. Und da muss ich erstmal drin landen. Muss aber daran denken, dass die Hütte noch nicht so ganz abgehangen ist. Weil sonst bin ich abgehangen. Haha. Ja, gut. Es hat schon eine Größe. Aber wie gesagt, der Oberbau fehlt ja noch. Aber dann ist es angemessen. So. Sichtwechsel. Drehen. Noch mehr drehen. Ganz viel drehen.
Kriegt einen Drehwurm. Entschuldigung. Wächst immer drinne. Dicker schon gesagt, kannst nie aufhören. Wie gesagt, die Decke, die muss noch weg. Oh, siehst du? Ihr konnt es, ihr konnt. Schön. Schön, schön, schön. So, F aufstehen. Ich gebe zu, ich bin ein wenig euphorisiert. Boah, ich fühle mich jetzt schon wieder dreimal so Steinherz und so gefallen. So, also zack, bums, alles wieder gut. Und Strom ist ja auch wieder da. Keine Disco-Leuchte, alles schön. So muss das Sinn. So mag der Karbin das. So, das schon mal darin. So, dann drücke ich mal das F4chen und schmeiße das da alle darin. Das ist ja mal richtig Knorke. Das ist mulig. Ja, gut, wo mache ich denn das drin? Das ist endlich Komponente. Ach, ich mache das da. Wenn ich das finde, also wenn ich das brauche und dann weiß ich ja, wo das ist. Moment mal. Entschuldigung. Ich habe gedacht, das ist cool. Boah, ich muss dran denken, dass ich das immer warte, bis das abgelegt ist. Ups. Mensch, ich wollte daran. Oh, nee, das ist. Da ist das. Lebensenergie. Dankeschön. Danke für die Lebensenergie. Danke, danke, danke. Sag mal, wie viele Energy haben wir da noch drin? Ich will ja nicht in den Dingskasten feststecken. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar. Nee, das ist. Das ist aber auch noch nie so ganz. Das ist. Naja, gut, ich brauche ein größeres Raumschiff. Weil wir müssen nämlich die Galaxie verlassen. Aber ich habe mich gerade häuslich niedergelassen. Oh ja. So. Also. Erstmal das hier alles raus. Alter, ich hab. Holy shit. Also, gut, davon habe ich jetzt zwei. So, der weg. Weil die haben aber auch Nachteile, wurde mir gesagt. Na gut, der hat eine bessere Panzerung. Sauerstoff 700. Ja, auch mehr Sauerstoff. Reparatur, blablablub, Hitzeschutz und Kälteschutz. Wie sieht's da aus? Ah, Hitze und Kälte ist der kacke scheißen. Nee, der ist doch besser. Was erzähl ich da? Der ist doch besser als der. Das ist doch meine. Also ist der generell besser. Und der hat vier Felder. Ich bin ein T3000. Mindestens. Mal, kann ich den jetzt auch doppelt belehen, dass ich denn noch schneller bin? Bzzzt. Naja, gut. Das war ein bisschen übertrieben. Ich habe gedacht, ich bin noch ein bisschen schneller. Hallo? Ach so. The Jetpack war deaktiviert. Schrauben wir uns den mal aus der. Ja. Der sieht schon, wenn ich jetzt den noch von vorne sehen würde. Dann werdet cool, aber ist nicht so schlimm. Das ist so wie das. Warte mal. Das kriegen wir doch hin. Oh, der ist schon cool. Warten Sie mal kurz. Ich mach mal kurz hier so. Kann ich auch hier so? Ja, das geht auch. Schön. Schön Bilder machen. Schön. Schön Bilder machen, aber ich kann nicht. Muss ich mir später rauskopieren. Das Doof ist, wie gesagt, dass der Schein da ist jetzt. War shiny. Na gut, lässt sich nicht verändern. Egal. Hammer. Schöne Ding. Tätet jetzt fertig sein. Cool. Ach so, ich brauche ja auch. Ja, stimmt ja, ich habe ja noch meinen Waffenschrank. Den wollte ich noch ein bisschen ausweiten. Weitern. Ich habe ja eigentlich noch eine Kiste. Kriegt die nicht noch dahin? Ich glaube, ich habe doch noch eine Kiste. Da kann ich doch noch direkt die Waffen reinschmeißen. Dass ich eh mal Waffen habe und eh mal. Ihr wisst schon, ne? Das müsste doch gehen. Dann kann ich mir Munition und Waffen extra. Hallo? Ich weiß, Sie sind groß, aber könnten Sie sich mal bitte hinstellen? Da täte ganz nett.
Ups, was habe ich denn nun schon wieder gemacht? Ach so. Genau, das wollte ich machen. Das war falsch. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. So, aber lass mich raten, die Ecke passt da jetzt, weil da Ecke. Ja, gut. Das hätte ich mir denken können. Das müsste eigentlich reinpassen, aber... Ach nee, wegen dem Glas. Ich verstehe. Na gut. Wo eine Wand herkommt, gibt es noch eine zweite. Das Ding wird vollgestellt. Das Ding kommt voll. Voll cool. Dann mache ich mal da Kniften und Mods drin. Moment mal. Und den Anzug schmeiße ich darin. Doch, so mache ich das. So scheint das für mich erstmal clever zu sein. So, dann haben wir das nämlich extra. Warum mache ich das? Ich weiß es nicht. Das haben wir auch gleich. Dann kommt das nämlich, ups, auch rüber. Aber der Rest kann erstmal hier bleiben. Ja. Und Munition kommt doch eh hier hin. Achso, hier sind ja die Waffen. Gut. Das ist Moody, das ist eine... naja, gut, kannst du auch als Waffe nehmen. Das kommt da rüber, aber das bleibt hier. Ja. So. Ladung kommt denn auch darin. Wir holen uns das gleich wieder raus, was ich brauche, aber erstmal muss ich hier ein bisschen... Tabula rasa machen, Tabula rasa. So. Gut. Das muss jetzt darin. Alter, kappen Flammen. Ach, und mir wurde gesagt, ich soll mir eine Ambus bauen. Was war denn hier bei Seven Days oder was? Ich glaube, ich muss das mitnehmen. So, warten Sie mal, das kommt darin. Es tut mir leid, es ist erstmal so im Kopf drin. Ich muss das mir zwar, ups, das muss ich mir noch abgewöhnen, dass ich das nicht mehr reingucken muss, aber ich mache das doch erstmal noch. Klingt das logisch? Eigentlich nicht mehr, aber ich mache das ja trotzdem. So, das braucht... warten Sie mal. Gewehrpatronen, steht doch da. Gewehrpatronen, da haben wir doch. Scharfschütze brauche ich auch. Schrotti brauche ich auch. Das sind 15 mm Kugeln. Aber das ist für ein Raumschiff, ne? Also könnte ich denn darin schmeißen, so rum. So, was haben wir hier? 130. Die nehme ich mit. Die kommen nämlich bei uns denn in geflugte Zeug. Minigun. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht. Aber das brauche ich für unsere Laserknarre. Ne? So. Ihr findet wahrscheinlich übertrieben so viele Waffen, aber ihr habt ja gesehen, also das ist genauso, wie es sein soll. Sturmgewehr, warte mal. Nee, die Shotgun kann eigentlich weg. Weil die ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Die macht zwar weniger Schaden, aber macht mehr, also Schaden in Reihe. Schieße. So. Na, Kabi, willst du nicht die Tür nutzen? So. Sagen Sie mal, ich habe doch letztes Mal, also ich habe in mir Gedanken, rein theoretisch war ich der Meinung, habe ich gemeint, genau das habe ich mir gemeint. Nur, dass wir da auf einer Linie sind. Mann, ihr denkt ja wie ich. So, warten Sie mal, ich mache hier erstmal eine schöne 2, 3... 12, 7, 6. Oh, da eine hin. Und da. Schönen Gang beleuchten. Hier unten kommt dann auch nochmal hin. Oh, 1, 2. Na gut, hat ja funktioniert mit 2. Denn ist schon der zweite da. 1. Das ist aber da schräg. Da hätte ich hingehen müssen. Und immer dahin. Ja, ja, ja. Aber man kann das ja wieder abbauen. Oh ja, geht. Es geht. Ich hab mich schon gewundert, warum das hier so hell ist.
Jetzt weiß ich es. Ich hab vergessen, das Licht auszumachen. Ich hab generell das Ding vergessen auszumachen. Nö, 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 nö. Moment mal. 1, 2, 3, 12. 1, 2, 3. Moment mal. 1, 2, 3. Nee, haut rein. 1, 2, 3. Und nur eben für die Farbe. 1, 2, 3. Ihn für die Farbe. 1, 2, 3. Ihn für die Farbe. Und ihn dahin. Aha. Ist das korrekt? Muss ich mal nachzählen. 1, 2, 3. Na, siehst du, habe ich doch recht gehabt. Ah ja. 1, 2, 3. Farbe. 1, 2, 3. Er hat ein Ding an der Waffe, der Junge. 1, 2, 3. Naja, gut. Aber die Beleuchtung ist denn schon mal ein bisschen beleuchtet da. Also warte mal. 1, 2, 3. Nee, haut den. Ja gut, hier muss denn eben halt noch größeres Licht ran, aber... Tatsache, das passt so. Mir wäre das cooler, wenn man die so eckmäßig machen kann. Also so richtig eckemäßig. Das wäre cool. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. Das wird so oder so nicht hinhauen. Haha. Oder vielleicht doch. Man weiß das ja bei mir nicht. Oh, Eckenlichter gibt es auch. Oh, ich muss alles ausprobieren. Ja, das hätte ich mal vorher wissen müssen. Moment mal. Nur weil ich Sachen gestellt habe, heißt das ja nicht, dass ich die nicht noch entfernen kann. Man kann ja Sachen auch später rausfinden. Also, so ist das ja nicht, ne? Also, wir warten sie mal. Okay, so. Dann nochmal. Ach, shit. Geht ja nicht. Ich habe gedacht, man kann die... Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe eigentlich die Ecke hier vergessen gehabt. Ich wollte eigentlich da ihn setzen und da ihn setzen. Also so, dass es über Ecke ist. Ach ja. Da hat der Kabi mir da zu viel überlegt. Das sollte er mal sein lassen. Gut. Haben wir das geklärt. So, warten Sie mal kurz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Alter, die werden jetzt hier jedes Mal auftauchen, weil sie denken, das ist ein Puff oder sowas. 1, 2, 3. Und eben für die Form. Hey, wie gesagt, der haut alt hin. Na, zack. Ja, gut. Hauptsache, das ist hell. Das sieht irgendwie so schräg aus. Seht ihr das? Aber es ist eine Täuschung. Ich bild mir ein, dass es eine Täuschung ist. Mein Innenschuh ist schräg. Sehr schräg. Und mir wurde auch gesagt, dass man die Lichtintensität einstellen kann. Das werden wir später machen. Und zwar so auf Blindheit mäßig. Na, das haut aber nicht hin, Karbin. Na? Haben wir vielleicht gepennt oder was? Toll, jetzt komme ich da nicht ran. Kannst du mal kurz hier so? Ist nicht dein Ernst, oder? Ah ja. Ein blinde Tun kann auch mal Fehler machen. Es ist warm. Lass mich in Ruhe. Aber das haut dann dahin. Das ist immer so die Entfernung mäßig. Das zieht ganz schön auseinander. Muss ich ja mal sagen. Und das hat nie so ganz gereicht, habe ich so das Gefühl.
Okay, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Also für eine Reihe reicht das nicht. Da muss nachgearbeitet werden, aber gut, das kriegen wir auch hin. Das ist auch okay. Manchmal kann ich auch von hier aus. Nee, hier mache ich bloß das Licht aus. Das ist sehr cool. Ist aber nicht das, was ich machen wollte. Naja. So, ja. Ach nee, Moment mal. Bevor ich das machen, tun, sollten. Sollten tun, ich kicken und rausnehmen. Da ist schon wieder so ein Zeug drin. Wer macht denn sowas? Icke nicht. Das war ein anderer. Oh, Kühlfrachtbox. Ja, ja. Schon wieder? Natürlich. Moment mal. Achso, das ist ja für Hitze. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht was gegen Hitze oder so? Nee, gegen Strahlung habe ich. Naja. So. Wo wir stehen im Kühlschrank. Halt, so rüber. Das muss nicht, das muss nicht. Ich kann noch irgendwas. Mut. Nee, Mut nicht. So, denn eh mal die Frachtbox. Da. Dann muss ich doch nochmal ran. Ich hab nämlich das Wasser vergessen. Kühlschrank. Das hat ja kein Verfallsdatum. Wird eigentlich hoch nicht. Warum nehmen die nicht mit? Radioactive Man. Vielleicht sollte ich so eine Energiepillen und alles sowas mitnehmen. Und dann, wenn irgendwas ist, wild durch die Gegend drücken. Ach, wie gesagt, es wird ja nicht schlecht. So, jetzt mache ich die Energy. Nee, warte mal. Nee, erstmal mache ich hier Energy voll, wisst ihr? So, warte mal. Erstmal Energy. Achso, das war alles. So, das ist ja nachgefüllt. Jetzt. Sprach er. Und Y. Ach nee, da muss ich raus, ne? So, jetzt. Y. Tata. Ein bisschen sparen. Na gut, Leute, wir sind zu Hause angekommen. Wir werden morgen wahrscheinlich den Gang hier weitermachen. Kicken, ob ich heute Abend noch Zeit habe, hier mir ranzusetzen und das hier noch ein bisschen auszugleichen. Wenigstens nicht schräg oder so. Ich bild mir ein, das war denn schon ein bisschen besser. Aber ja, guck mal, bis hierhin muss ja alles noch weg. Das ist noch ganz schön viele Steine, was wegkommt. Entschuldigung, ist mir ja nicht aufgefallen, dass ich das Licht ausgemacht habe. Ja, das sind doch eins wie ein paar Steine, die weg müssen hier. Und ich glaube, dann ist das auch schon viele feiner, hier rinzukommen. Ja. So, dann muss ich bloß noch die Lichtintensität einstellen, so wie wir das haben wollen, dass es ein bisschen beleuchtet ist oder so. Aber das mache ich alles später. Erstmal raus, Anzug war wichtig und das haben wir alles gemacht. Ich bin so froh, dass wir den haben. Aber ich habe auch von euch die Tipps gekriegt, dass ihr dem Teil. Also ne, generell, danke nochmal wegen eurer ganzen Tipps, ne? Also, dass ihr dem Teil neue Anzüge gibt oder so. Aber ich habe ja so weit gedacht, aber eure. Sagen sie schon. Eure Bestätigung, Mensch. Die kamen zur rechten Zeit. So, ich mache uns jetzt so noch schnell was zum Essen. Und wir machen uns morgen an der Base weiter. Also, bis denn, ich bin raus. Tschüss.